Studio gelassen wurden, während wir hier heute vor der Universität stehen müssen. Unsere Gegner behaupten, es gebe Meinungsfreiheit. Unsere Gegner behaupten, es gebe offenen Diskurs auf dieser Universität. Mit einer Gegenpräsenz können Sie nicht umgehen. Und unsere Anwesenheit für 30, 40 konfrontative patriotischen Rechten Studenten. Tumulter Auftakt. Er passt aber zum Buch. Im Buch geht es auch tumultartig zu, im zweiten Teil vor allem. Ich spreche über Fahrenheit 451 von Ray Bradbury, 1953 in Amerika erschienen, 1955 in Deutschland in Übersetzung erschienen und einer der dystopischen Klassiker der Weltliteratur. Ich will eine ganz ehrliche Antwort hören. Wer hat dieses Buch bereits gelesen? Das sind weniger, als ich dachte. Also muss ich auch von meinem Vortragsmanuskript nicht abweichen. Ich werde es nämlich durchgehen, dieses Buch, die ganze Handlung nacherzählen und dabei eben reinschießen, was wir in Verknüpfung zur Zeit, in der wir leben, damit denken oder beidenken sollten. Wichtig sind erstmal zwei, drei Dinge. Das eine ist die Chiffre 451. Ich habe es versucht, auf der Universitätsrampe, ein toller Begriff, den es so in Deutschland nicht gibt, auf der Universitätsrampe schon mal anzureißen, dass diese Chiffre eben eine unserer Chiffren geworden ist, die Zahl 451. Das ist, steht eben für die Fahrenheit-Temperatur, vergleichbar ungefähr mit 232 Grad Celsius Temperatur, bei der Papier mühelos entflammt. Und mit dieser Chiffre arbeitet die Szene, die rechte Szene in Deutschland seit einigen Jahrzehnten. Um mal ein paar Beispiele zu geben, es gab ja dieses Projekt Blaue Narzisse. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand von Ihnen kennt. Das war im Grunde sowas wie eine Schülerzeitung aus Chemnitz. Und die haben eine Zeit lang eine Art Lektüre-Plakate hergestellt und haben die für 4,51 Euro verkauft. Und das war ein stiller Hinweis natürlich auf den Roman. Als ich jetzt jüngst wieder in Belgrad bei einem Vortrag war, wurde ich hinterher in den Club 451 initiiert. Da musste ich so ein Mixgetränk trinken, einen kleinen Stamper voll, das hat aber gereicht. Und danach hat man mir meinen Mitgliedsausweis 451 überreicht. Meiner hat die Nummer 88, aber das ist nur Zufall. und dann gab es in Pirna ein Hausprojekt, das sich Haus Montag genannt hat. Und auch das ist natürlich eine Anspielung auf diesen Roman, weil die Hauptfigur ein Feuerwehrmann ist namens Guy Montag. Und der ist ikonisch. Wir haben auch mal ein Notizbuch rausgebracht mit ihm vorne drauf. Und er ist auch Angehöriger der Division Antaios, einer Schattendivision mit lauter Verstorbenen plus ein paar Lebenden, die wir so vor 15 Jahren ungefähr aufgestellt haben. Ja, also mit dieser Chiffre arbeiten wir seit langer Zeit. Und das ist eine Vereinnahmung. Ich habe den Begriff vorhin an der Universität auch schon verwendet. Das ist ja was sehr, sehr Wichtiges, dass wir Dinge für uns vereinnahmen, obwohl das auch eine Anmaßung ist. Das Buch gehört jetzt nicht den Rechten, nicht den Linken. Das gehört denen, die lesen wollen. Man kann das Buch auf verschiedenen Ebenen lesen. Man kann es lesen fast als Abenteuergeschichte. Man kann es so ein bisschen als Science-Fiction-Dystopie lesen. Man kann es aber eben dann auch tiefgründiger lesen und sich Gedanken darüber machen, warum überhaupt Leuten das Lesen so wichtig ist, dass sie ihr Leben aufgeben, ihr normales Leben aufgeben, um das Buch oder den Gedanken eines Buchs oder den Text eines Buchs zu retten. Dieser Roman ist radikale Kulturkritik. Und Kulturkritik ist eben immer auch Technikkritik, moderne Kritik. Und wie wir alle wissen, da wir Kinder unserer Zeit sind, Kulturkritik ist immer hilflos. Also Kulturkritik ist keine Kritik, die Sieger äußern oder Sieger hervorbringen, sondern Kulturkritik ist immer Rückzugshaltung
und der Versuch, gegen etwas anzureden und etwas aufzuhalten, was zwingend abläuft. Und wenn Sie rückdenken, gibt es im Grunde keine technische Entwicklung, die aufgrund von Kulturkritik oder kritischer Haltung möglichst vieler aufgehalten worden wäre. Es gibt Momente, in denen die Anwendung stockt. Könnten Sie jetzt die Zwangsimpfung nehmen, die ja letztlich auch der technokratische Versuch ist, Gesellschaft in Form zu bringen, ja, also zu einer einheitlich orchestrierten Masse zu machen. Und das gelang ja vor allem hier in Wien auch vorbildlich. Das haben wir von Deutschland aus wachen Auges beobachtet und verfolgt. Und als ich vor einigen Wochen hier in Wien war, ich bin ja jetzt öfters in Wien, so wie es aussieht, hat mir der Martin Sellner auf einer Autofahrt eben auch sozusagen die Heldenorte dieser Corona-Demonstrationen gezeigt und diesen Moment auch fast magisch beschrieben als die brave Demonstration, wie durch so einen spontanen Ruf, der vielleicht aber auch ein geplant spontaner Ruf war, den Bürgersteig verließ und auf die Straße ging und die Straße besetzte, also Raum nahm. Und das ist ja ein Klassiker. Die alte Leipziger Erzählung von der Wende ist ja auch immer die, dass immer mehr Leute auf den Ring um Leipzig herum zusammenströmten und irgendwann ging der Ruf durch die Reihen, der Ring ist jetzt geschlossen. Also das heißt, die komplette Innenstadt war umzingelt von 89er Demonstranten, die die Wende erzwingen wollten. So ähnlich haben sie das hier in Wien mit der Impfpflicht geschafft, aber ich kann Ihnen sagen und will Sie da jetzt auch nicht deprimieren, ich glaube auch, dass Sie das alle wissen, das ist jetzt für einmal gelungen, aber ich glaube nicht, dass es auf Dauer gelingen wird, zu verhindern, dass das, was technisch möglich ist und was umgesetzt werden soll, umgesetzt wird. Ob man sich dann in Gruppen oder alleine davor in Sicherheit bringt, also das heißt, sich, seine Nächsten oder vielleicht ein Freundeskreis oder eine sich geheim abstimmende Gruppe, das kann ich alles nicht voraussagen, aber Ray Bradburys Roman Fahrenheit 451 dreht sich eben letztlich genau um diesen Vorgang. Es ist ein Buch der Selbstermächtigung. Die Hauptfigur denkt am Ende, dass sie es besser weiß als alle anderen. Auch das ist eine Sache, die wir immer kritisch hinterfragen müssen. Das rechte Denken ist ja auch ein am Staat und am Gehorsam orientiertes Denken. Aber natürlich wissen wir alle, dass nur die dümmsten aller Kälber sich ihre Metzger selber wählen. Der Spruch geht eigentlich anders, der reimt sich. Aber ich musste jetzt ja als Nebensatz aussprechen, deswegen reimt er sich nicht mehr. Der Sinn bleibt aber derselbe. Und es gibt eben den Moment, in dem das Kalb wissen muss, dass jetzt der Metzger wartet. Und nicht die Box oder das Futter oder die anderen Kälber. Es ist also ein Buch der Selbstermächtigung, es ist zugleich ein Buch des Scheiterns, des Verschwindens und des Bewahrens. Das ist keine besonders prickelnde Erzählung, aber es ist eine, die Kraft geben kann, gerade wenn man weiß, wie übermächtig der Gegner ist. Und auch das will ich gleich vorausschieben, der Gegner, das waren nicht die paar da draußen. Ja. Also ich will jetzt nicht so tun, als hätten wir mal eben die Straßenbahn verlassen können und uns den Weg hierher selber erkämpfen. Das weiß ich nicht, ob das gelungen wäre. Aber glauben Sie mir, das war nicht der Gegner. Der Gegner, das sind andere. Ja, und darum geht dieses Buch auch. Das Schöne an dem Buch ist auch, dass es ein Buch des Erwachens oder Aufwachens ist. Und den Spruch kennen Sie ja alle oder diese Parole. Das haben wir in den letzten 10, 12 Jahren immer wieder erlebt, dass es Ereignisse gab, die wiederum eine andere Gruppe zum Aufwachen gebracht hat. Die 2015er, die also dachten, vorher war alles in Ordnung, und dann 2015 die große erste Migrationskatastrophenwelle, in Deutschland extrem, in Österreich glaube ich nicht ganz so hart, aber bei uns schon extrem, hier auch, ja, höre ich gerade, gut, schlecht, und dann eben die Corona aufgewachten und so weiter, und so gibt es immer wieder Wellen, die andere Leute dazu bringen oder andere Gruppen dazu bringen, aufzuwachen.
Und dieses Aufwachen, das ist eine Sache, die man im Grunde entlang bestimmter Schritte beschreiben kann. Also dieser Tiefschlaf der Gleichförmigkeit und auch der Zufriedenheit wird in irgendeiner Weise gestört. Und man beginnt zu zweifeln. Und dann beginnt man nachzufragen und man beginnt irgendwann zu begreifen, dass das, was man bisher geglaubt hat, so nicht stimmen kann. Und wenn man dann noch das Herz eines Löwen hat, beginnt man eben zu revoltieren. Ein Teil hört auf nach dem Nachfragen und Begreifen, ein Teil revoltiert. Und wiederum ein Teil derer, die revoltieren, verzweifeln irgendwann in ihrer Revolte, weil sie merken, dass dieser Gegner zu stark für das Revoltieren ist. Und sie fangen neu an. Also das heißt, sie beginnen wenigstens anders, aber auf ihrer Ebene sozusagen, auf der Ebene, auf der sie die Hand auf den Handlungen haben können, überhaupt neu und anders zu leben. Ich erzähle jetzt also den Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury nach, nicht in allen Details, aber in den wesentlichen Schritten. Und die ganze Sache wird also folgenden Sinn haben. Wir vergewissern uns unserer Chiffre 451, wir festigen diese Chiffre für unsere Szene und sichern dadurch die Vereinnahmung dieses Romans, dieser Gestalt Montag und dieser Zahl ab. Ja, der Feuerwehrmann Montag ist einer, der Bücher verbrennt. In Fahrenheit 451 werden keine Feuer gelöscht, sondern sie werden gelegt. Und zwar von der Feuerwehr, die dafür da ist, dass Restsubstanz an schriftlich überlieferter Kultur vernichtet wird. Warum, wird etwas später im Roman erklärt und ich erkläre es dann auch etwas später. Unklar ist jetzt, ob Leute wie Montag überhaupt wissen, was sie tun. Und das ist eigentlich der erste wichtige Aspekt in diesem Roman, dass man ihn agieren sieht. Also wie er mit einem Flammenwerfer, aus dem das Kerosin spritzt, Bücher verbrennt, die aufgefunden wurden, die beschlagnahmt wurden. Und man weiß nicht, ob er sich der Dimension dessen, was er tut, überhaupt klar ist. Und das ist überhaupt dann eine Beschreibung eigentlich unserer Gesellschaft, berühmt geworden durch Hannah Arendts Schrift über die Banalität des Bösen, dass also derjenige, der etwas tut, als Rädchen im Getriebe oder als Glied in einer Kette die Dimension seines Handelns nicht überschauen kann, das Ganze halt macht, weil man es so macht. Und man macht es auch gut, weil man es eben gut machen will, als Feuerwehrmann, Bücher verbrennen. Man will die Bücher restlos verbrennen. Man will sie ordentlich verbrennen. Das Ganze muss Hand und Fuß haben. Und von diesen Büchern dürfen auch keine einzelnen Seiten irgendwie übrig bleiben oder so, sondern das Ganze muss also sauber erledigt sein am Ende. Das wird fast poetisch beschrieben, wie diese Bücher wie schwarz verbrannte Tauben in Flammen aufgehen und davon flattern und so weiter und so fort. Also es ist fast ein lyrischer Moment des Bücherverbrennens, der da beschrieben wird. Und der Montag wohnt in so einer völlig langweiligen Vorstadtsiedlung. Ein Haus gleicht dem anderen, alle sind feuerfest. Die Feuerwehr ist also wirklich nur noch da, Brände zu legen, löschen muss sie nichts mehr. Und er trifft auf Clarice. Und das ist eine Schülerin oder junge Frau. Sie beschreibt sich selbst als 17-Jährige im Roman, die ganz anders denkt und lebt, als Montag das bisher kennt, vor allem von seiner eigenen Frau kennt. Sie stellt ihm Fragen, die er nicht kennt. Sie fragt ihn nach dem Wetter, nach dem Geschmack von Kastanien und Eichenblättern, nach Regentropfen, die man mit dem Mund auffangen kann. Also eine ganz, würde ich sagen, aus meiner Jugend her würde ich sagen, so eine grün-alternative Figur, die so in das bürgerliche Leben des Einfamilienhauses einbricht. Und sie reist Montag aus seiner gedankenlosen und gedankenfaulen Gleichförmigkeit. Sie bricht seine Fraglosigkeit auf. Er beginnt, die Welt anders zu sehen und Fragen zu beantworten, die ihm noch nie gestellt wurden, und selber Fragen zu stellen, von denen er vorher überhaupt nicht wusste, dass man sie stellen kann.
Das heißt also, seine innere Haltung wird verändert und diese Veränderung, diese andere Ausstrahlung, die ist spürbar und wirft Fragen auf. Und diese Fragen werden ihm von zwei Figuren dieses Romans gestellt zunächst. Die eine Figur ist sein Hauptmann, sein Vollmer Hauptmann. Jetzt, Martin, musst du mir helfen, spricht man den Betty aus oder Beatty oder wie sagt man zu dem? Beatty, oder? Ja. Also Hauptmann Beatty, der, was auch wiederum gesellschaftlich beschrieben werden kann, eben nicht einer von denen ist, die fraglos versuchen, alles so gut zu machen, wie sie es gelernt haben, sondern der übergeordnet weiß, warum es getan wird. Und der im Grunde diese übergeordnete Position auch nur deswegen einnehmen kann, weil er Anfechtungen hinter sich hat. Beatty wollte lesen. Beatty wollte Bücher besitzen. Beatty hat gelesen und weiß Bescheid. Aber er hat sich dafür entschieden, die Bücher trotzdem zu verbrennen und sich sozusagen an die Spitze der Bewegung gegen die Bücher zu stellen, weil er um die Wirkungswucht und um diese Vereinzelungstendenz weiß, die Bücher hervorrufen können. Das ist Beatty. Die viel schlimmere Figur, die ahnt, dass irgendwas mit Montag nicht mehr so ist wie zuvor, ist die gruseligste Gestalt in diesem Roman. Und gruselig ist auch nicht das richtige Wort. Ich finde, dass das Grauen das richtige Wort ist. Das ist ein mechanischer Hund. Ein Hund, der spürt, wie jemand ist. Der hat also die Ausstrahlung, die Chemie, die Montag um sich verbreitet, gespeichert in irgendeiner Weise und merkt, dass sich diese Zusammensetzung jetzt verändert. Und der sitzt, wenn er gerade nicht auf Verbrecherjagd, also Bücherleserjagd ist, in seiner Hundehütte, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, in der Feuerwache. Und als Montag dann so verändert auch an ihm vorbeiläuft, kommt der Hund aus der Hütte, schnuppert, elektronisches Schnuppern, und eine Nadel fährt ihm aus der Schnauze so hin und her. Und das ist eine Nadel, mit der er normalerweise diejenigen erlegt, die er jagen soll. Und das ist ja in vielen Dystopien, die Sie kennen, finde ich mit das Grauenvollste, was man filmen kann, wenn die Technik beginnt, auf die Menschen Jagd zu machen. Und das Schlimme ist an diesen Dystopien, ist ja, dass die eingeholt werden von der Realität. Ich habe jetzt einige Tage, bevor ich hierher fuhr, gelesen, dass in New York jetzt der zweite Versuch gestartet wird, mit elektronischen Hunden Jagd zu machen auf Einbrecher. Also das heißt, den Hund in die Wohnung zu führen, in die eingebrochen wurde, und in Witterung aufnehmen zu lassen. Also das heißt, die Unfehlbarkeit dieses Abdrucks, den jeder Mensch hinterlässt, dafür zu nutzen, dass die Technik diesen Menschen auffinden kann. Es sind aber auch andere Bilder, die einem in den Kopf kommen. Und eine der ganz schlimmen Albträume eigentlich, muss ich sagen, die man sich im Moment im Internet anschauen kann, vielleicht auch nicht allzu oft anschauen sollte, aber unbedingt einige Male anschauen sollte, weil man immer wissen muss, wozu der Mensch fähig ist. Das sind die verzweifelt in irgendwelchen Schützengräben davonkriechenden russischen oder ukrainischen Soldaten, die mit Drohnen gejagt werden. Und die Drohnen lassen dann eben irgendwann, wie in so einem Spiel, die eine Granate fallen, die genau dorthin fällt, wo der Mann gerade versucht, im Graben davon zu kommen. Und das sind alles dieses technische Verfolgungsgrauen, das man dann potenziert in diesen Filmen kennt. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, dieser Filmreihe, in der dieser Muskelberg aus Österreich die Hauptrolle spielt. Terminator. Ja, genau. So, und das sind Vorstufen, die hier geschildert werden, Vorstufen aber auch, die schon Realität sind und die jetzt gerade, während wir hier sprechen, eben irgendwo an der Front ausprobiert werden und in New York. So, die Veränderung montags wird irgendwie ruchbar. Guter Begriff dafür. Er riecht irgendwie anders und muss wieder in Einsatz. Und man kommt an eine Villa, in der eine Büchersammlerin
von irgendeiner Nachbarin denunziert worden ist. Und die Feuerwehrleute stürmen das Haus. Er macht nicht mehr richtig mit, halbherzig mit, versucht Dinge zu retten und wird Zeuge, wie diese alte Dame mit ihren Büchern in den Tod geht. Also das heißt, ein Autodafé veranstaltet, weil sie selbst das Feuer legt, bevor es die Feuerwehr legen kann. Und mit ihren Büchern in ihrer Villa verbrennt. Und das ist der Moment, in dem Montag begreift, wenn jemand für so ein Opfer, so ein Selbstopfer bereit ist, also wenn Bücher in der Lage sind, jemanden dazu zu bringen, dass er sich so opfert, dann muss an diesen Büchern viel mehr dran sein, als das, was man ihm so oberflächlich erzählt hat. Er ist von Stund an fremd unter den anderen, der Gesellschaft gegenüber und versucht, in irgendeiner Weise sein Leben nur so hinzubiegen, dass er weiterleben kann in diesem Leben. Und das wird dann exemplarisch, als er zu Hause auf seine Frau Milli trifft und mit ihr versucht, das in Frage zu stellen, was er jetzt längst in Frage stellt, mit ihr das Lesen zu beginnen und sie vor allem von dieser technischen Sedierung, diesem Ruhigstellen durch Technik abzubringen, das die gesamte Gesellschaft durchwebt. Sie müssen sich vorstellen, im Roman wird es geschildert als Raum, dieses Haus, in dem Bildwände, also Bildschirme so groß wie halbe Wände oder ganze Wände, den Menschen ununterbrochen umgeben und ihm mit den dümmsten Sendungen und aber auch so Entladungsvideos dazu bringen, dass er niemals darüber nachdenkt, was er tut. Die Gesellschaft, die wird sehr differenziert insofern geschildert, als klar ist, dass die Leute das ja auf Dauer eigentlich nicht mitmachen, umgeben zu sein von Bildwänden, die ihnen die dümmsten Soaps vorspielen, in denen sie so pseudomäßig selbst sogar eine Art Rolle übernehmen können, sondern dass die Aggression, die daraus entsteht, entweder mit Drogen ruhig gestellt werden muss. Also alle nehmen Drogen, Schlaftabletten, irgendwelche anderen Beruhigungsmittel. Oder aber durch sowas wie versicherte oder abgesicherte Aggressionsentladung umgelegt werden muss. Und das bedeutet, dass man nachts in sein Auto steigt und stundenlang mit 150 durch die Stadt rast. Das ist nur erlaubt, wenn man gut versichert ist. Das ist sehr wichtig, dass also alle gut versichert sind, bevor sie sich im Auto umbringen oder jemand anderen umbringen oder dem Volkssport nachgehen, über die Landstraßen zu brausen und dort wahlweise Karnickel oder Fußgänger oder andere umzufahren. Es gelingt Montag nicht, mit seiner Frau auch nur den Ansatz eines vernünftigen Gesprächs zu führen. Immer hat sie irgendwelche iPods im Ohr, die da noch nicht so heißen. Aber wir fuhren ja heute jetzt auch mit ihren U-Bahnen hier durch Wien und man kann es zählen. Ne? Also 90% haben diese Dinger im Ohr, 80% schauen aufs Handy. Und ich weiß gar nicht, woher dieser Witz kommt, ob das ein Witz war oder ob das tatsächlich so war, dass Leute, die in der U-Bahn lesen, mittlerweile verdächtig sind. Ja, weil sie einfach zu sehr abweichen von dem, was man sich so wünscht und vorstellt. Oder einfach nur aus dem Fenster zu schauen, kann ja bedeuten, man hat einen roten Knopf in der Tasche und wartet nur auf den Moment, wann man ihn drücken kann. Also alles, was nicht abgelenkt, was irgendwie nachdenklich wirkt oder so, ist nicht mehr vorgesehen. Was macht Montag? Er flieht in Krankheit und Dienstunfähigkeit. Aber das Ganze halt rasant. Also er ist gerade mal ein paar Stunden dienstunfähig und liegt rum und hat unter seinem unaufgeschüttelten Kopfkissen ein Buch liegen. Da klingelt schon Hauptmann Bitti und möchte sich mit ihm über seine Krankheit unterhalten. Und das ist dann der erste große Monolog in diesem Buch, in dem Hauptmann Bitti eben beschreibt, warum überhaupt Bücher verbrannt werden, warum es mit dieser Kultur, wie wir sie kennen, ein Ende hatte und warum es auch gut sei, dass es so ist. Und das ist eben das Schöne an diesem Roman, der ist nicht irgendwie billig eindimensional, sondern vielschichtig. Und Bitti beschreibt, wie eine Massengesellschaft, die gleichzeitig Wert
auf Pseudo-Individualität und Minderheitenschutz legen will, im Grunde wie zwingend dazu kommt, Bücher erst zu entschärfen, dann teils auszusondern und am Ende eben möglichst ganz abzuschaffen. Und auch hier will ich es wieder verknüpfen. Vielleicht dürfen wir uns den, oder sollten wir uns den Vorgang, dass Kinderbücher umgeschrieben werden, weil darin Wörter vorkommen, die nicht mehr vorkommen sollen, gar nicht dramatisch genug vorstellen. Wer gibt jemandem das Recht, das Vokabular eines Autors zu verändern, der in einer Zeit lebte, in der man mit dem Wort Zigeuner noch nicht irgendeiner Minderheit auf die Hühneraugen latschte. Ja? Oder mit dem Wort Neger oder mit 100 anderen Dingen, die plötzlich eben so anstößig sind, dass man sie nicht mehr lesen sollte. Und das Umschreiben von Büchern ist der erste Schritt. Also, das heißt, Massengesellschaft plus Pseudo-Individualität und Minderheitenschutz führen zu dem, was später Sloterdijk die Regeln für den Menschenpark nannten. Und das passt sehr, sehr gut. Die ganze Atmosphäre in Fahrenheit 551 ist im Grunde die eines Menschenparks, für den bestimmte Regeln aufgestellt worden sind, damit dieser Menschenpark so als Ansammlung von gleichförmigen Haustieren überhaupt funktionieren kann. Hauptmann Beatty weiß im Grunde genau, was mit Montag los ist, hat er irgendwie an sich selbst auch schon erlebt, aber er hat eben den Rückweg geschafft und er bietet offen, ohne es ganz dezidiert zu sagen, Montag an, dass wer unter dieser Anfechtung leidet und dienstunfähig geworden ist, dadurch eine freiwillige Rückkehr absolvieren kann, die darin besteht, dass man das eine oder die zwei Bücher, die man zu Hause gehortet hat, die man aus dem Dienst mitgeschmuggelt hat, weil man ja Zugriff auf Bücher hat, bevor man sie verbrennt, wieder abliefert und ganz schnell vergisst, was man getan hat. Und mit dieser Warnung, die gleichzeitig ein Angebot ist, verabschiedet sich Hauptmann Beatty vom Krankenbett. Er hat 24 Stunden Zeit, am Montag sein Buch abzuliefern. Das Problem ist aber, er hat viele Bücher gesammelt. Und er kann sich nicht entscheiden, welches er dem Hauptmann Beatty in die Hand drücken soll, wenn er denn zurück im Dienst in der Feuerwache ist. Und fängt an, zwingt seine Frau dazu, die Bildwände auszuschalten, diese alberne Familie, die da sich streitet und rumtobt, auf den Bildwänden endlich ruhig zu stellen und mit ihm die Bücher durchzugehen und sich zu überlegen, welches Buch lesen wir, welches behalten wir. Von wir kann übrigens keine Rede sein, seine Frau macht halt mit, weil ihr Mann so bedrohlich vorkommt in diesem Moment. Und er fängt an, in der Bibel zu lesen, legt sie da weg, liest anderes, liest Platon, liest Jefferson, liest Walden von Thoreau, also auch Klassiker der Widerstands- oder der Aussteigerliteratur. Und am Ende geht er dann doch mit der Bibel unterm Arm los, um einen Mann aufzusuchen, von dem er weiß, dass der früher mit Büchern zu tun hatte, aber für den Widerstand irgendwie zu schwach war und dennoch sich Hilfe von ihm erhofft. Und er hat vorher telefonisch bei diesem Mann erfragt, wie viele Bibeln es denn überhaupt noch gibt. Und der Faber, so heißt der Mann, was ja auch ein sprechender Name ist, der Faber ist der Macher, also der Handwerker eigentlich, ja. Kennen Sie aus Homo Faber von Max Frisch. Faber sagt ihm, dass es keine Bibel mehr gibt. Also ist Gümontag mit der Bibel in der Hand oder unterm Jackett in der U-Bahn der einzige Mensch, der dieses Buch noch besitzt. Und da will ich eine weiteren Hinweis geben. Es gibt einen sehr interessanten Film mit Denzel Washington in der Hauptrolle, das Book of Eli. Und da ist es auch so, dass einer mit der Bibel, mit der letzten Bibel, die es gibt, durch Land zieht, um sie in einer Art, also ein völlig zerstörtes Land, auch eine Dystopie, in der also das Recht des Stärkeren gilt, mit der Bibel durchs Land zieht, um sie
an so eine Art Archivort zu bringen, in dem so die Reste der Kultur der Menschheit gesammelt werden. Beim Book of Eli ist es so, dass dieses Buch gejagt wird von einer Bande, deren Kopf eben der festen Überzeugung ist, dass in diesem Buch magische Kräfte stecken müssen. Also es ist schon so weit weg von der Zerstörung, dass die gar nicht mehr genau wissen, was Religion oder was Offenbarung oder so sein könnte, sondern es geht darum, dass in diesem Buch irgendwas Magisches ist, weil früher wohl sehr, sehr viele Leute daran geglaubt haben. Als er es dann in die Hand bekommt, stellt der Bandenchef fest, dass es in Blindenschrift geschrieben ist und dass es keiner lesen kann. Aber derjenige, der es transportierte über 2,5 Jahre, hat in der Zwischenzeit dieses Buch auswendig gelernt, legt sich bequem auf ein Sofa und fängt an, die Bibel von ersten bis zur letzten Silbe zu diktieren. Und das ist ganz klassisch Fahrenheit 451. Faber, mit dem also Montag ins Gespräch kommt und ihm die Bibel übergibt, spricht über das Buch an sich und vergöttert auf der einen Seite das Lesen und das Buch und relativiert es auf der anderen Seite auch. Auch eine sehr schöne Passage. Er sagt, dass jedes Medium beides sein kann, also auch das Fernsehen, das Radio, andere Dinge. Wir könnten heute ans Internet denken, von dem wir wissen, dass es diejenigen, die damit umzugehen wissen, wirklich klüger macht, schneller. Wenn man sich in meinem Alter noch daran erinnert, wie man früher durch Antiquariate kroch, um irgendein Buch zu finden, das man nie finden konnte. Und heute ist es im Grunde mit einem Klick klar, ob es das irgendwo gibt oder nicht. Also das Internet macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Und so ist es mit dem Fernsehen und mit allen anderen Dingen auch. Und das erzählt Faber in diesem Roman. Also, ein Buch kann zugleich alles sein, ein Schatz, aber es kann auch ein Lügenobjekt sein. Es kann Welterschließung sein, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ein Buch ist die Verdoppelung des Lebens, die Verdreifachung, die Verfünffachung des Daseins, wenn es gut ist. Es kann aber auch banal sein, der letzte Schrott, irgendeine billige, klischeehafte Geschichte, die halt so runtergeschrieben wird. Und er nennt 3 Kriterien für ein gutes Buch. Kriterium Nummer 1 ist der Rang, also es muss wirklich dicht und gut geschrieben sein. Das zweite ist, man muss die Muße haben, es zu lesen und auf dieses Buch einzugehen, es also zu sich sprechen zu lassen. Und das ist eben was anderes als Bildwände oder, wenn Sie es jetzt auf unsere Zeit runterbrechen, diese Häppchenkultur, die Sie alle am Smartphone jeden Tag über sich ergehen lassen, ohne dass Sie irgendwie angemessen darauf reagieren könnten. Und das dritte wichtige Kriterium ist die Anwendungsfreiheit. Das, was man gelesen hat, das möchte man so anwenden dürfen, wie man es gerne anwenden möchte. Und das gehört seiner Meinung nach eben zum Lesen, zu einer freien Lesekultur dazu. In diesem Gespräch, das hat jetzt mit der Handlung nicht viel zu tun, aber ich will es kurz erwähnen, kommt auch der Antaios-Mythos vor. Und das ist einer der Gründe, warum mein Verlag so heißt. Faber erzählt den Mythos, dass eben der Riese Antaios deswegen so unermesslich stark war, weil er mit beiden Beinen auf der Erde stand. Und überwunden werden konnte er erst, als Herakles kam und ihn so lange in die Luft stemmte, bis er ohne Kontakt zum Mutterboden verwelkte und seine Kraft einbüßte. Und Faber bringt die Erzählung von Antaios in dem Moment, in dem er eben sagt, dass all das, was heute zur Ruhigstellung und so zu diesem Dauerberieseln der Masse veranstaltet wird, keinerlei Fuß auf dem Boden habe. Von dieser Begegnung mit Faber kommt Montag wieder zurück in sein Haus, ein letztes Mal, das kann ich vorwegnehmen. Er trifft dort auf eine dümmliche Frauenrunde, die vor diesen Bildwänden schnattert und sich betrinkt und so tut, als ging es um irgendwas Relevantes. Und er liest dieser Frauenrunde aus einem Buch, das er zum Entsetzen aller aus irgendeinem Lampenschirm hervorzaubert, Gedichte vor. Und eine der Frauen bricht zusammen, weil sie von den Gedichten so berührt wird, wie sie noch nie in ihrem Leben berührt wurde. Und trotzdem verlässt die Runde fluchtartig das Ehepaar Montag
Und klar ist, also dass die das auch nicht für sich behalten werden, sondern dass es jetzt zur Denunziation und zum sogenannten Showdown kommt. Und so ist es dann auch, als Montag wieder den Dienst antritt in der Feuerwache, wird noch ein bisschen Poker gespielt und der Feuerwehrhauptmann wirft noch ein paar Zitate um sich. Und dann kommt der Einsatzbefehl und Montag sieht, wie er als Beifahrer in seine Straße einbiegt und vor seinem Haus stehen bleibt, um nun mit ihm und seinen Buchbeständen aufzuräumen. Es kommt dazu, also das Haus wird in Brand gesteckt, die Bücher werden verbrannt. Montag muss es selber tun. Er ist aber dadurch auch Herr der Feuerspritze, aus der das Kerosin blubbert. Und er verbrennt den Feuerwehrhauptmann Beatty gleich mit und den elektronischen Hund, der sich längst auf die Fährten von Montag gesetzt hat. Jetzt kann ich es im Zeitraffer erzählen. Die eigentliche Entwicklung zum erwachten widerständigen Revoltieren und am Ende sogar gewaltsamen Widerstand leistenden Montag ist ja vollzogen. Er flieht durch die Stadt, wird verfolgt, aber entkommt. An seiner Stelle wird ein anderer hingerichtet, den man nur undeutlich erkennen kann in den Kameras, die dabei sind, weil eben die Gesellschaft unbedingt das Opfer braucht. Also es kann nicht ungesühnt bleiben, was hier passiert ist. Und es wird irgendein beliebiger anderer gejagt und erlegt. Und Montag gelingt die Flucht und er stößt auf dem Land, im Wald, auf Büchermenschen, die wie er eben vom Lesen nicht lassen können und Bücher memoriert haben. Das heißt also, er trifft dann auf jemanden, der ist Platons Staat. Und er trifft auf jemanden, der ist Goethes Faust. Und er trifft eben auch auf jemanden, der die Bibel ist, oder ein Teil der Bibel, vielleicht das Alte Testament oder eines der Evangelien. Und so wandeln diese Büchermenschen in Gruppen oder einzeln durch die Wälder und bewahren dort das Kulturgut auf, wo man es nicht mehr verbrennen kann, im Kopf, und geben das weiter an die Nächstjüngeren, indem sie einfach, während sie gemeinsam wandern, das komplette Buch so oft erzählen, bis es derjenige nacherzählen kann, der Schüler ist, also der dann die neue Bibel ist oder der neue Staat Platons oder die neue Odyssee. Während des ganzen Romans überfliegen Düsenjäger die Stadt, es tobt irgendwo ein Krieg, die Männer werden eingezogen, es wird nie davon gesprochen, dass es Krieg ist. Das Wort Krieg in den Mund zu nehmen ist im Grunde nicht erlaubt. Man spricht von irgendeiner letzten kleinen Säuberungsaktion, die durchgeführt werden muss. Frauen verlieren ihre Männer, gehen aber davon aus, dass es ein Unfall war oder so. Also niemand spricht von Gefallenen und von Krieg, und da können sich auch wieder an diese furchtbaren Wortverrenkungen erinnern, die es im Zusammenhang mit dem Irakkrieg und anderen Kriegen, Syrien und so weiter gab, wo nie davon gesprochen wird, dass man jetzt Krieg führt, sondern wo es immer um Befreiungsaktionen geht, um Polizeiaktionen, um die Wiederherstellung funktionaler Regierungen und so weiter und so fort. Also das heißt, die Lüge steckt schon im Wort und spricht das harte Vokabular nicht aus, weil man eben ununterbrochen suggerieren möchte, dass man alles im Griff hat. Im Roman hat man das nicht im Griff. Es kommt zum Atomschlag und die Stadt ist zerstört. Auf dem Land geht eben das Leben der Büchermenschen weiter und der Roman endet im Grunde in diesem Moment. Klar ist, also wir haben jetzt diese Kulturträger, die unterwegs sind, wir haben die ausradierte Stadt, und das ist dann eben dieser fast romantisch-utopische Anteil in diesem Roman, dass sie davon ausgehen, dass es von hier aus mit diesem kulturellen Wissen im Kopf in irgendeiner Weise besser weitergehen könnte. Ja. Fragt sich, warum das sein muss, so ein Ende. Also es ist unbefriedigend, aber das ist das, und da kann ich wieder an den Anfang anschließen, jede ernste Kulturkritik ist unbefriedigend. Keine Kulturkritik hatte je Aussicht auf Erfolg in diesem Schweinsgalopp, den unsere Gesellschaften hinlegen. Und Rettung ist immer Inselbeschreibung. Also immer die Möglichkeit einer Insel tut sich auf die man sich zurückziehen kann, im Innern, im Äußern, je nachdem. Aber es ist auf jeden Fall nie so, dass der Aufbau
irgendwie innerhalb der Massengesellschaft gedeihlicher gelingen könnte als das, was wir gerade vorfinden. Das ist das Harte an dieser Lektüre. Glauben Sie mir, dass wir, also ich bin am Ende der Nacherzählung, zwei Gedanken noch, dass wir seit drei Jahrzehnten, seit ich politisch denken kann, in Wellen darüber nachdenken, wie es gehen könnte, innerhalb dieser Massengesellschaft. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich vom eigentlichen Gegner sprach, der nicht da draußen sitzt. Ich kann im Grunde innerhalb dieser so nicht anders organisierten, auf Masse fußenden, im Grunde auf niedrigem Niveau durchorganisierten Gesellschaft sowas wie eine echte Kulturrevolution nicht erkennen. Also selbst in Ländern, in denen es identitär 100-mal besser aussieht als bei uns, fällt mir das sehr schwer. In Serbien, wo wir jetzt einige Male waren, oder in Ungarn oder so, wenn Sie da durch Belgrad oder durch Budapest gehen und sich das Verhalten des Normalbürgers anschauen, unterscheidet sich das im Grunde nicht wirklich von dem, was wir in Wien oder in Berlin oder in Leipzig oder natürlich ganz abgesehen dann von Chicago oder Mexiko-Stadt oder irgendwo anders sehen. Und deswegen bleiben Romane wie Fahrenheit 451 von Ray Bradbury auf der einen Seite immer unbefriedigend, weil sie keine Antwort geben. Auf der anderen Seite sind sie sehr befriedigend, weil sie einem wenigstens eine Widerstandsfigur so vorstellen, dass man sie nie wieder vergisst. Und ihre Lebensentscheidung ist oft eine für eine dieser Widerstandsfiguren, von denen es ja mehr gibt als nur die Ray Bradburys Montag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und ja, wer moderiert Sie? Die Frage, ob wir Fragen zulassen, ob der Martin Lichtmeß mit nach vorne kommt, der ein großer Fahrenheit 451-Experte ist und vielleicht auch Fragen beantworten kann oder wie wir es machen. Wie viel Zeit wir überhaupt noch haben. Ich weiß noch nicht mal, wann ich im Club, Parlamentsclub sein muss. Ja. Ist laut.